Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zum Cooking Simulator in der Shelter Edition. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute richtig viel zu tun, denn wir wollen heute richtig viele spannende Gerichte kochen. Und deswegen legen wir hier direkt los. Mit dem Aufräumen. Teller kann ich weglegen, ne? Brauche ich nicht abwaschen. Pfanne. Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich, zum Ende der letzten Aufnahme habe ich eine Pfanne in den Müll geschmissen. Sehr ungünstig, aber das passiert. Mit der nächsten Karawane werden wir uns eine neue Pfanne kaufen. So, wir brauchen drei einzigartige Gerichte mit 3-Sterne-Bewertung. Okay, und dann noch maximale Strahlung 15. Aha, für die Spezialaufgabe. Womit wollen wir loslegen? Irgendwas, was wir noch nicht gekocht haben. Zum Beispiel Mais am Spieß. Ja, genau. Und wir merken uns, oder wir erinnern uns daran, dass wir beim letzten Mal uns vorgenommen haben, Gerichte einfach immer zweimal gleichzeitig zu kochen, damit wir auch was für den allgemeinen Verkauf haben. Gut, dann nehmen wir jetzt immer schön das Doppelte mit und legen einfach los. Jalapenos. Wir brauchen 100 statt 50 Gramm Jalapenos. Oh, dankeschön, Windows. Vielen Dank für diesen Einwand. Und wir brauchen 150 Gramm Käse. Wo ist der Käse? Da oben ist der Käse. Also ein ganzes Stück Käse brauchen wir. Mhm. Gut, salzige Butter 100 Gramm. Der ganze. Da hat doch schon gerade wer gehupt. Das wird doch nicht schon die Karawane sein. Und ach ja, ernten müssen wir ja auch noch. Machen wir vielleicht gleich fertig. Kann ich die Schüssel hier ablegen? Ja. Klicke die Klick, Klick. Alles schön mitnehmen und neue Dinge pflanzen. Wovon brauchen wir denn aktuell am meisten? Karotte haben wir jede Menge. Sellerie 5 scheint wenig zu sein. Paprika, falls wir Paprika selber anbauen können. Wir können ja nicht alles anbauen. Und rote Zwiebeln, falls wir haben. Kartoffeln. Sellerie auf jeden Fall. Ohne Ende Sellerie. Und ansonsten Freischnauze. Pilze haben wir auch mehr als genug. Ich hoffe, die werden nicht schlecht. Ist noch Wasser da? Nee. Müssen wir austauschen, die Wasserflasche. Stellen wir gleich die andere bereit. Fluppdiwupp. So, haben wir Sellerie. Tomate, Karotte, Kaktus, Sellerie, sag ich doch. Am besten gleich dreimal. Dann haben wir erstmal Ruhe in Sachen Sellerie. Also zumindest ab morgen. Und ansonsten Lauch, grüne Pilze, Pilze gar nicht, Karotten gar nicht, Brokkoli. Ja, Brokkoli oder Tomaten. Haben wir beides echt viel, ne? Aber von den ganzen Anbaukram haben wir echt viel. Ich glaube, Kartoffelsetzlinge gab es einfach noch nicht, wenn es die überhaupt gibt. Ich meine, wie viele Kartoffeln sollen dann bitte in so einem kleinen Kasten hier wachsen? Gut, dann nehmen wir einfach wieder Brokkoli. Dreimal. Und dann kümmern wir uns erstmal um die Gerichte. Ist doch viel, viel wichtiger. Zack. Gießen. Ping. Bloß kein Wasser verschwenden. Mangelware hier in der Postapokalypse vom Cooking Simulator in der Shelter Edition. Und zack. Schön. Gießen, gießen, gießen. Ich würde mir gerne eine Gießanlage bauen. Aber das geht wahrscheinlich nicht. Bin mir aber nicht sicher. Zack. Und auch hier sollte ich das Gießen mit der manuellen Funktion beenden. Nicht, dass wir jedes Mal hier Wasser verkippen. Und das geht doch bestimmt hier auch dann in die Kronkorken. So, Schüssel. Unser bester Freund, die Schüssel. Wo wollen wir den Kram zerlegen? Hier, ne? Haben wir sonst auch immer gemacht. Brett gerade hinlegen. Jalapenos. Mhm. Das muss dann alles in eine Pfanne. Pfanne schon mal rauflegen. Zack. Aber wenn wir das zweimal herstellen wollen, wäre jetzt eine zweite Pfanne echt nicht verkehrt, ne? Damit wir da nicht durcheinander kommen. Bestimmt kommt gleich die Karawane. Wir können ja schon mal schnippeln. Die kommt ja zwischenzeitlich immer mal wieder. Kurz hier hinlegen.
Jalapenos, einzeln geschnitten. Immer schön halbiert. Alles klar. Flupp. Hier so. Gilt als halbiert, würde ich sagen. Wieder zurück damit in die Schale. Jupp. Ablegen. Nächster Jalapeno. Messer. Messer. Schneidemodus. In die Richtung. Ja. Festhalten. Und fluppdivo. Das muss ja alles sehr ordentlich sein. Ne? Ansonsten bemängeln das die Kunden. Aber das ist ja sowieso gerade nichts, was wir verkaufen, sondern was wir in die Quest packen wollen. Und da war jetzt, glaube ich, die Bewertung nicht so super wichtig. Sie muss nur 3 Sterne erreichen. Also können wir ruhig ein bisschen schneller kochen. Salzige Butter, halbieren. Zack, zack. Streich zart. Okay. Und Käse. Vierteln und 2 Hälften quasi in jede Pfanne. Dann Schande, ich habe nur eine Pfanne. Das ist sehr ungünstig. So, nicht so. Nicht, dass wir die Schale umhauen. So hier. Ja, können wir gelten lassen. Und jetzt hier schneiden. Ebenfalls wieder halbieren. Wir könnten natürlich jetzt auch längs schneiden, aber das ist mir zu gefährlich. Andere Richtung. Und zack. Na geht doch. Rein damit in die Schale. Wir brauchen eine Pfanne. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Schon mal hier rüberstellen. Hier so hin. Den Topf packen wir mal in die Ecke. Die eine Pfanne hier hin und die andere dann daneben. Schande. Wann kommt denn die Karawane? Ich will den Tag jetzt nur unnötig manuell beenden. Aber wenn wir jetzt ohne nicht weitermachen können, wäre natürlich auch nicht so cool. Ja, wir könnten das auch alles in einer braten, aber ich weiß nicht. Wir müssen ja dann, wenn ich das richtig gelesen habe, die Mischung, die wir aus der Pfanne bekommen, träufeln. Aber da steht nicht, wie viel. Ach, das passt ja, Mensch. Dankeschön. Schön, dass ihr hier seid. Wir brauchen Kram. Irgendwas hier noch Relevantes. Wir können ja mal einen Sparkurs fahren. Flüssigkeiten. Bouillon 2 ist schon sehr, sehr, sehr wenig. Kaktussaft auch. Pomelosaft. Noch eine 3. Flasche obendrauf. Senf. Kein Überleben in der Postapokalypse. Ohne Senf. Verschiedenes. Alte Stahlpfanne. Ja, genau, einmal. Nein! Nein! Wir haben zu wenig. Wir brauchen Kohle. Können wir stattdessen irgendwas verkaufen? Ja, eigentlich schon, ne? Den Kram, den wir selber anbauen. Hier, verkauf mal bitte 12 Pilze. Und schon können wir uns die Pfanne leisten. Ja, Ching, weiter, dankeschön. Wo ist mein Paket? Im Paketfach. Klasse. Ich glaube, da ist nur die Pfanne jetzt drin, ne? Ja. Oder? Bin mir nicht so sicher. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Was für eine Schweinerei. Oh. Ja, das war jetzt wieder, ne? Aber jetzt haben wir 3 Pfannen. Das ist auch nicht verkehrt. Wollen wir gleich alles 3-mal herstellen? Nein, das wäre, glaube ich, auch zu viel. Ja, wir stellen 1 Pfanne weg. Ist in Ordnung. Hier rauf bitte. Wir haben jetzt zumindest 3 Pfannen. Das ist doch schon mal was. So, wir sollen jetzt nur die Butter jeweils 60 Sekunden lang braten. Na dann mal los. 60 Sekunden. Flupp-di-wupp. Timer. Kuh. Ja, 60 Sekunden. Und danach kommt dazu nur die Jalapenos. Okay. Der Käse soll sowieso einfach nur auf dem Teller. Warum auch immer. Ich dachte, den müssten wir irgendwie... Stopp. Hey, hey, hey. Was war denn das? Ruckler. Massive Ruckler. 1 Sekunde. Das ist nicht gut.
Zack, und da sind wir auch schon wieder. Ja, das Spiel ist hängen geblieben und ich durfte das Stückchen jetzt seit Anfang der Folge nochmal spielen. Ich habe alles genauso gemacht wie vorher, noch ein bisschen mehr vorbereitet. Und ich habe mir den versehentlichen Kauf der dritten Stahlpfanne einfach mal gespart. Okay, weiter geht's. Salzige Butter in die Pfanne. 60 Sekunden lang braten. Und go. Klappt's diesmal? Ja, diesmal ist alles gut. Flupp. Und danach müssen wir die Jalapenos dazugeben. Aha, und dann für 100 Sekunden lang kochen. Und da sind dann... Was? Was ploppt hier? Und dann müssen wir den Inhalt, also die Mischung aus einer Pfanne, jeweils über einen Maiskolben darüber geben. Und dann wird gegrillt. Gut, alles klar. Wissen wir schon mal Bescheid. Ein bisschen ist noch. Wir können schon mal die Teller vorbereiten. Basic Teller. Wir haben ja Gott sei Dank alles doppelt gekocht. Flupp. Der Käse soll einfach nur darauf. Warum auch immer. Nee, nicht mittig. Nochmal hochheben bitte den Käse. Ablegen hier in die Ecke. Und Mausrädchen klicken. Käsestück Nummer 2. Und runter. Und klicke die Klick-Klick. Okay, 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 okay. Kurz anhalten. Jalapenos rein. Flup, 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 flup. Wieder anschmeißen und jetzt nochmal eine Minute und 40. Käse weiter verteilen. Ja, nicht mittig. Hier so, genau. Wie beim anderen Teller. Flup-di-wup. Käsestück Nummer 2. Ablegen. Genau. Aha, aha, aha. Pipette schon mal zurechtlegen. Hier rüber. Ja, und dann kommt irgendwann der Zerkleinere dazu. Noch weiß ich den nicht einzuschätzen, aber das wird schon noch kommen. Alles haut soweit hin. Wir können ernten, schön. Und neues Saatgut setzen. Einfach mal bauen hier, ne, würde ich sagen. Und dann können wir wieder auch Kram verkaufen, wenn wir übermäßig viel haben. Na, Brokkoli. Ja, habe ich jetzt rausgeholt, müssen wir setzen. Bis es klingelt. Und Karotten. Gießen. Bis es klingelt. Gut. Na, komm schon. Wir haben noch nicht ewig Zeit. War es schon wieder das Wasser leer? Oh, verflucht. Und ich kann die Dinger hier leider nicht auffüllen mit Wasser aus dem Hahn, weil das irgendwie schwarz ist oder so. Das Spiel möchte das nicht. Na, ping. 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 Weiter, weiter, weiter. Los. Gib alles. Na, komm, ganz schnell hier. Rüber, 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 rüber. Okay, ausstellen. Das ist der Sud. Das muss jetzt geträufelt werden. Über, genau. Über die Maiskolben. Zweimal. Aber da ist noch mehr drin, ne? Das waren 30 Milliliter Mische. Ja. Und schon fertig. Jetzt grillen. Wie lange? 60 Sekunden. Pipette ablegen. Spießer. Immer schön hier die Armdistanz voll ausnutzen. Und hier. 60 Sekunden. Tick, 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 tick. Sehr schön. Und ich glaube, das kann ich jetzt hier in den Müll schmeißen. Weil die Jalapenos brauchen wir jetzt nicht mehr. Zack. In den Müll. Wieder abstellen. Wir haben ja sonst keinen Platz. Und du kommst auch in den Müll. Aber nicht die Pfanne, nicht schon wieder. Regale werden auch nicht verkehrt, ne? Damit wir so richtig schön Platz haben. Aber das... geht wahrscheinlich gar nicht, hier Regale zu bauen.
Mixen mussten wir nichts. Wo war der Mixer? Hier irgendwo, ne? Ja, tatsächlich, da schlummert er. Ey, nicht rumglitschen hier. Wieder sauber ablegen. Kommt schon, ihr Maiskolben. Jetzt ist fertig, ne? Perfekt. Perfekt. Und jetzt auf den Teller legen. Drehen. Wie kann ich das Ding jetzt hier anders drehen, ne? Ach so, wenn ich... Ach, ich muss mich so hinstellen. Das ist ein bisschen komisch, ne? Aber ich will mich nicht beschweren. Alles gut. Alles gut. Ich liebe das Hinlegen hier in diesem Spiel. Zack. Ja. Und hier auch schräg hinstellen. Jetzt nicht vergeigen. Nicht den einen Spieß mit dem anderen Spieß hochheben. Flop. Ey, come on, echt jetzt? Was soll denn das? Ja, dann leg das so ab, wie du möchtest. Oder soll ich den Spieß wieder vorher rausnehmen? Einmal für die Quest. Danke. Und einmal für den Verkauf. Genug geklingelt. Hier hat's funktioniert. Warum auch immer. Geht nicht, ne? Ich versuch's mal ganz kurz hier. Abgeben, nein. Gewöhnliches Gericht. Verkauf. So, ein Drittel ist absolviert. Wir können uns dem nächsten Drittel widmen. Und zwar als nächstes wollen wir kochen. Auf jeden Fall irgendwas mit Fleisch. Wir haben unseren vegetarischen Soll erledigt. Was ist das denn bitte? Gebratenes Gürteltier mit Kaktus. Ui! Das ist eine gute Idee. Das habe ich auch noch nie gemacht. Haben wir Gürteltierfleisch da? Ich guck mal eben. Wenn dann im Kühlschrank. Gürteltier? Ja klar, ey. Klasse. 175 Gramm. Also 350 Gramm für zwei Portionen. Wir machen wieder zwei Portionen. Gute Idee. Ich hole die Schale rüber. Die Schüssel. Gürteltierfleisch. Gemahlener Kaktus. Gemahlener Kaktus, warte mal, müssen wir den jetzt selber malen? Ja, na klar, mit der Zermalungsmaschine hier, dem Zerkleinerer. Ja, das haben wir noch nie gemacht, oder gibt es da irgendwie so ein Pulverchen vielleicht? Nein, gemahlener Kaffee, oh, nicht, dass ich da, verdammt, doch, ist schon fertig. Haben wir schon vorne liegen, gemahlenen Kaktus? Ist das gemahlener Kaktus? Ja, okay. Hätten wir das damit auch erledigt. Räucheraroma sollte auch hier liegen. Räucheraroma ist nicht hier. Das ist natürlich doch, da ist es. Gott sei Dank. Chiliflocken haben wir auch da. Ich sollte mir einfach mal die Etiketten hier einprägen. Chiliflocken ist alles da. Und dann ist schon durch. Das ist ja easy peasy, Mensch. Kühlschrank zumachen, nicht vergessen. Ich glaube, das ist aber nicht so schlimm. Wenn wir das mal vergessen sollten. Okay, wir wollen würzen. Erstmal halbieren wir jetzt das Fleisch. Ich glaube, wir können dann auch beide Portionen auf ein Blech tun. Schneiden. Ja, schneiden, definitiv. Und danach erst würzen. Flop-di-wop. Und schnitt-di-schnitt-schnitt. Messer weglegen. Ein bisschen auseinanderfriemeln. Nicht, dass wir hier irgendwie was doppelt würzen. Muss nicht sein. Klicken. Mit dem Mausrädchen zum Ablegen. Sehr ungewohnt, aber wir prägen uns das schon noch ein. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Okay, fangen wir an mit dem gemahlenen Kaktus. Etikette. Gemahlener Kaktus. 5 Gramm. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Wie, das zählt jetzt nicht? Oder doch? Doch, haut alles hin. Ich habe schon ein bisschen Angst bekommen. Wieder ablegen. Hier hin. Genau. Dann Räucheraroma. Das ist das hier. Ebenfalls. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier drüben. 1, 2, 3, 4, 5. Gut gemacht. Soweit. So gut. Chiliflocken. 5 Gramm. 1, 2, 3, 4, 5. Und Flupdiform. Na. Okay, cool. Backblech. Und dann 180 Sekunden einfach so in den Ofen schieben. Ich finde das großartig. Schön, dass das so einfach ist.
ablegen. Einmal dahin. Und einmal dahin. Wir sollten viel mehr herstellen davon. Das ist ja echt einfach. Für den Verkauf auch noch. Klar. Und ablegen. Da kriegen wir doch mindestens, wenn wir uns hier jetzt nicht so blöd anstellen, dann kriegen wir doch hier nochmal zwei Portionen drauf. Eine Sekunde bitte. Eine Sekunde. Flop. Gleich hier fertig machen. Ablegen. Schnippel die Schnipp Schnipp. Mittig. Haut das ungefähr so hin. 175 Gramm. Ja, so Pi mal Daumen, ne? Da wird schon keiner ein Maßband anlegen an so ein Stück Fleisch. Also ich mach das in echt nicht. So, ablegen. Flop. Fangen wir an wieder mit gemahlenem Kaktus. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Ablegen. Das hätten wir alles gleichzeitig machen können, ne? Aber ist okay, vier Portionen reichen ja aus. Räucheraroma. Beim nächsten Mal, wir expandieren noch, wir lernen noch. Und beim nächsten Mal, ne, vielleicht gleich vier oder sechs Portionen. Damit wir auch richtig schön Reibach machen können. Chiliflocken. Und zack. Und wenn das Ding dann durchbrät, werden wir schon mal die Teller bereitstellen. So, abwärts, abwärts, ablegen und abwärts, ablegen. So, aufgemacht, angeschmissen. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht, stopp. Eins nach dem anderen. Schön entspannt bleiben. Plonk, wieder ablegen. Na, noch ein Stückchen müssen wir näher ran. Runter, ablegen. Langsam, schön langsam. Mittel, also mittleres Fach und drei Minuten, meine ich natürlich. 1, 2, 3. Zack. Abstellen, Teller bereitstellen. Hier schon mal ein bisschen Platz schaffen. Das andere Schneidebrett können wir auch hier anpacken fürs Erste. Und dann auf Teller, normale Teller. Wir brauchen vier Teller. Kurz die Schale hier rüber friemeln. Jupp. Und nicht vergessen, wir müssen auch irgendwo das Backblech dann hinstellen. Genau. Daneben. Ja, fein säuberlich. So muss das. Genau so. Hier gibt es bestimmt irgendeine Mahlzeit, mit der man recht einfach viel Geld verdienen kann. Aber ich glaube, das ist doch nicht Sinn und Zweck dieses Spiels. Ne? Das ist hier Koch-Entertainment. Ja, okay. Ach, guck mal. Das müssen wir auch noch machen. Schande. Das ist natürlich jetzt sehr schlecht vom Timing. Ich habe das nicht gesehen. Nicht schon wieder. Können wir das noch unterbrechen? Das ist nicht so schlimm, ne? Bitte. Deaktivieren. Nein. Einfach wieder auf Null. Wir sind noch gar nicht fertig. Eins nach dem anderen. Puh. Schneiden. Wir brauchen rote Zwiebeln. Vier Portionen. Oh, jetzt wird's richtig kritisch. 4 mal 120 Gramm Zwiebeln. Rote. Ich hoffe, wir haben genug. Ja, viermal, ne? Also vier Zwiebeln. 1, 2. Oh, Schande. Schande. Wir brauchen rote Zwiebeln. Haben wir zumindest genug Kaktus? Ja, sollten wir haben. Wir müssen kurz Zwiebeln bestellen. Auf dem teuren Wege. Zwei haben wir schon, zwei brauchen wir noch. Hier war das, ne? Katsching, rote Zwiebeln. Die richtig teuren für unsere letzten Kröten. Oh, sind die im Angebot? Kann das sein? Nimm mal gleich 5 mit. Dankeschön, kaufen. Jupp. Lieferzeit 35. In der Zeit können wir ja schon mal alles andere vorbereiten. Aber nicht, dass wir jetzt durcheinander kommen. Kaktus. 4 mal 200 Gramm. Und dann noch
Sonnenblumenöl liegt wahrscheinlich noch vorne. Kann ich das hier abstellen? Nein, das ging wieder nicht. Ich möchte mehr Tische haben. Unbedingt. Mehr Tische. Ja. Naja, wir können ja auch da drüben schneiden. Dann werden die ganzen Zutaten schon an der richtigen Stelle. Dankeschön. Danke, danke, danke. Die restlichen Zwiebeln abholen. Zwei hatten wir jetzt schon, ne? Wir brauchen vier. Vier rote Zwiebeln. Okay. Eins nach dem anderen nicht durcheinander bringen lassen. Beruhig dich, Leo. Beruhig dich. Sind da wirklich vier Kaktusse drin? Werden wir sehen, ne? Werden wir sehen. Wird tricky, das mit zwei Pfannen zu managen, aber wir geben uns der Herausforderung hin. So. Rote Zwiebeln schneiden. In vier Teile jede Zwiebel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Übermut, ne? Übermut tut selten gut. Also einmal so, genau. Und jetzt bitte drehen. Und jetzt einmal so. Ja, das muss doch hinhauen, ne? Nicht so wirklich. Ja, dann eben so nochmal. Das ist okay. Damit gebe ich mich zufrieden. Wir müssen einfach doppelte Portionen des karamellisierten Gemüses in jeweils einer Pfanne zubereiten. Genau. Das kann doch nicht so schwer sein. So, die Zwiebeln erstmal in diese Pfanne. Lob. Ist der Tag schon wieder vorbei, ne? Wie schnell das manchmal geht. Mal gucken, ob das zum Erfolg führt. Wir werden es sehen. Messer. Naja, wir sollten uns vielleicht die anderen Zwiebeln vom Vorgang her schon hier hinlegen. Dann sparen wir uns das zusätzliche Messergegreife. Aber es muss schon alles separat schneidbar sein. Na, genau. Wir haben jetzt noch drei Zwiebeln und wir nutzen das Brett voll und ganz aus. Leg das mal bitte hier hin. Das nicht. Nur die Zwiebel. Dankeschön. Jetzt hier wieder hinstellen und fein säuberlich hier hinlegen. Flop. Bis der Schatten weg ist. Und jetzt bloß nichts durcheinander bringen. So. Festhalten. Das können wir mit der Leertaste. Zack. Und dann nochmal so rum. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Ich kann jetzt noch nicht aufhören. Wir legen eine Nachtschicht ein. Und jetzt hier so. Gut, das können wir natürlich jetzt auch alles so machen. Stimmt. So praktisch. Oh. Aber wir können nur eine Zwiebel gleichzeitig festhalten. Aber die ist zumindest hier nicht störrisch. Okay. Sehr schön. Das freut mich. Zwiebeln geschnitten. Und jetzt nichts fallen lassen, bitte. Oh, 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 oh. Wir machen jetzt mal die Zwiebeln erstmal alle hier rein. Pink, 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 pink. Komm schon. Oder kriegen wir das hier? Na? Wir zählen einfach gleich nochmal durch. Nein. Aha. Vier da. Und die kommen jetzt noch hier rein. Das ist die zweite Zwiebelportion für die zweite Pfanne. Na? Okay, heben wir gleich auf. Das wird schon nicht so schlimm sein. Und dann zählen wir durch. Wir brauchen 8 Zwiebelstückchen in jeder Pfanne. 2, 4, 6, 7, 8. Und hier sind 2, 4, 6, 8. Perfekt. Und jetzt die Kakteen, Mensch. Sind da wirklich 4 drin? Ich weiß nicht. Kann ich nicht so mit Genauigkeit sagen. Nein, nicht einfach ablegen. Wir müssen das schon ordentlich machen. Bitte ein bisschen drehen. Drehen. Ja, perfekt. Aber hier wird schon enger, ne? Was das Schneiden angeht. Runter. Runter. Ablegen. Ich glaube, wir haben eine Kaktusflosse haben wir zu wenig. In der Eile vergessen. Kann ich mir gut vorstellen. Runter. Und ablegen. Das zweite Schneidbrett vielleicht holen. Ja, das kriegen wir hin. Den Wecker hier so ein bisschen an die Seite. Zweites Schneidbrett. Oh, da ist ein Stück Zwiebel.
Wie ist das denn da bitte hingelangt? Na, 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 nein, so nicht. Hier in die Ecke. Ganz fein säuberlich. Danke. Wo fehlt denn jetzt ein Stück Zwiebel? 2, 4, 6, 8. 2,40, 2,21. Das muss hier rein. 2,40, 2,40. Okay. Und ein Stück Kaktus gleich noch von hinten holen. So, fluppdiwupp. Ablegen. Ja, ja, ja. Und noch ein Stück Kaktus holen. Und feinsäuberlich hier hindrehen. Jupp. Okay, schneiden. Wieder vierteln? Ja, wieder vierteln. Halb. Und hier auch bitte. Halb. Drehen. Halb. Und hier bitte auch. Aber, oh. Das wird... Oh. Ist da was... Ist da jetzt was separat abgeschnitten worden? Ja, ein ganz kleines Stückchen. Oh, es ging jetzt nicht anders. Meine Skills werden auch mit diesem Spiel mit der Zeit wachsen. Da bin ich mir ganz sicher. Und jetzt hier noch. Drehen. Das ist alles andere als gut gelaufen. Aber wir kriegen das schon hin. Eins nach dem anderen. Kaktusse in die Fahne 1. Es wird schwierig, die dann zu trennen nachher. Aber wir gucken einfach auf die Grammzahl. Wenn wir dann die Portion machen. Okay. Rein da. Ablegen. Okay, ich mach's manuell. Wenn zu viel Kram hier rumliegt, dann geht das relativ schwierig. Da ist noch ein Stück Kaktus. Ablegen. Ja, und hier, das auch noch. Dankeschön. In die Pfanne. Liegt hier noch was? An der Seite? Nein. Okay. Kaktusportion Nummer 2. Hier rein. Alles. Kipp es rein. Na. Das muss besser gehen. Das muss doch irgendwie besser gehen. Alles ablegen. Und jetzt nach oben. Come on, jetzt ist der Tag vorbei. Und ich darf bestimmt neu ansetzen. Nein, weiter. Wir sind noch nicht fertig. Wollen wir noch irgendwas kaufen? Irgendwas? Kartoffeln? Irgendwas, was total wenig vorhanden ist? Wir müssen auch wieder was verkaufen. Komm, ein paar Kartoffeln und ein paar... Paprikas. 3 Stück. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Wir werden es schon schaukeln, das Kind. Oh. Jetzt bin ich auch noch hier wach geworden. Das ist sehr ungünstig. Es ist tricky, ne? Es hat so ein bisschen was vom Search Simulator. Vom Handling-Faktor. Oder Octopus Dad. Das war auch ein nettes Spiel. Oh, wie hieß denn das nochmal, wo man in so einem Kochkessel gesessen hat, als sehr muskulöser Mann und mit Hilfe eines Vorschlagshammer durch die Gegend geeiert ist? Ich weiß es nicht mehr, das habe ich auch sehr gerne gespielt. Das hat mich aber irgendwo auch in den Wahnsinn getrieben. So, ja, du kommst in die rechte Pfanne, einfach rauf, geht das? Flop, ja, das geht, ne? Und jetzt noch... 30 Milliliter Sonnenblumenöl in jede Pfanne. 30 Milliliter in jede Pfanne. Immer die doppelte Portion. Sonnenblumenöl. 30. In 10er-Schüben einsaugen. Damit wir es uns einfacher machen. Mit Träufeln. Nein, nicht nur das. Gilt das jetzt für die Pfanne? Ich weiß es nicht. Nein, stopp. Das hätte ich zuerst reinmachen sollen. Das ist mir jetzt auch bewusst. Aber das ist immer so eine Sache. Kann ich hier nicht einfach jetzt das hier rein träufeln? Einfach hier so rein?
Mm-mm. Das bezieht sich nur auf das Ablegen, ne? Es ist jetzt nicht so wie gewollt. Aber okay, jetzt noch 10 irgendwo rauf, 10 Milliliter. Was sagt dann die Pfanne? 26 Milliliter, das ist okay. Vielleicht noch wirklich separat jetzt 5 nehmen und noch oben drauf hauen. Gerade bei Öl, ne? Lieber ein bisschen mehr. Das ist ein Geschmacksträger. Habe ich jetzt was abgesaugt? Ja, das wollte ich doch nicht. Wie viel haben wir? 27 und nochmal 5 sind 32. Ist in Ordnung, können wir gelten lassen. So, wieder 10 Milliliter einsaugen. Und ja, gezwungenermaßen auf ein Stück Kaktus träufeln. Was sagt die Pfanne? 17 Milliliter. Ja, das wird aufgesaugt, ne? Wir hätten uns einfach wirklich hier an die Reihenfolge auf dem Rezept halten sollen. So, Pfanne sagt 24, komm. Noch 10 drauf sind 34. Soll mir recht sein. Und dann jeweils 80 Sekunden lang braten. Das wird ja hoffentlich wohl alles hier ebenfalls so schnell gehen. Wenn da hier die doppelte Menge drin ist. Wenn nicht, lassen wir es einfach ein Stückchen länger laufen. Wir sehen das ja auch so ein bisschen. Wir haben hier unsere Rahmenzeit mit dem Wecker, die vorgegeben ist. Aber wir müssen wahrscheinlich das ein bisschen länger laufen lassen. Jetzt vielleicht schon den Ofen anschmeißen. Wir können ja erstmal durchköcheln lassen, würde ich sagen. Erstmal durchköcheln lassen, das können wir relativ einfach wieder warm machen. Beziehungsweise warm halten. Dann schmeißen wir das Fleisch an und dann kommt ja erst der richtige Spaß. Wir müssen das hier teilen. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Wir brauchen schon wirklich mehr Pfannen. Müssen wir uns bei Zeiten neue kaufen. Aber es geht schon mal gar nicht, dass wir hier zwei Pfannen hier hintereinander haben. Das geht nicht, das passt ja einfach nicht rauf. Wir sind wirklich hierauf beschränkt, ne? Aber vielleicht kriegen wir später eine neue Küche. Ja klar, wir ziehen auch irgendwann hier weiter. Allzu lange haben wir das Spiel ja noch nicht gespielt. Vielleicht wären wir da noch ganz positiv überrascht. So, was sagt ihr denn jetzt? Zwiebeln sind schon zu lange drin, ne? Hier auch. Aber die Zeit ist noch nicht abgelaufen. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wir machen eine kleine Wissenschaft draus. Die Kakteen brauchen echt lange. Ich halte mich jetzt mal kurz an den Wecker. Und bevor wir das dann teilen, werden wir es nochmal frisch erhitzen. Jetzt kümmern wir uns ums Fleisch. Damit wir das schon mal so ein bisschen... Was sagt ihr? Okay. Wie lange sollten wir das braten? 3 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir es noch drinnen lassen müssen, aber durch ständiges Öffnen der Tür wird es wahrscheinlich nicht schneller gehen. Höchstwahrscheinlich. 2 Minuten jetzt mal so just for fun. Und dann auch das nochmal kurz anheizen, bevor wir es servieren. Und das hier unten ist auch einfach nur ein anderer Ofen. Ja, höchstwahrscheinlich. Mixen mussten wir nichts. Noch ist alles sauber. Das wird sich sehr bald ändern. Ist das zu heiß zum Hochheben? Na, eigentlich nicht. Ne? Aber die Kakteen, die sehen schön durch aus. Aber die ist noch nicht mal angegangen. Die wurde noch kein Stückchen angebraten. Hier auch nicht. Ist vielleicht gar nicht möglich. Das, was ich vorhabe, das Mehrfachkochen oder zumindest vielleicht nicht mit diesem Utensil hier. Wenn wir die jetzt hier noch raufhauen, geht das. Ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben. Das sieht alles sehr gut aus. Die Zwiebeln auch. Aber die Dinger nicht so.
Musst du dich da so hinstellen? Flop! Nee, das geht nicht so. Ich mir vorstelle. Das wird wieder Abzüge geben, aber vielleicht reicht es ja. Für den Verkauf. Wir sollten die besten Teile nehmen. Wir sollten die besten Teile für die Missionsmahlzeit nehmen. Definitiv. Und beim Rest schauen wir einfach mal. Wir müssen ja experimentieren. Ne? Immer schön versuchen, immer schön neugierig bleiben. Jeder Progress braucht seine Zeit. Ne? Auch wenn es am Anfang ein bisschen komisch aussieht. Ja, bestimmt ziehen wir hier irgendwann weiter und kriegen eine neue Küche. Bestimmt. Okay, was sagt ihr? Ist fertig, dankeschön. Jetzt das ausmachen. Das ist noch relativ warm. Wir nehmen uns eine Pfanne mit rüber und teilen diese auf. Die abstellen. Theoretisch hätten wir ja Wecker aus. Mach den Wecker aus. Theoretisch hätten wir 4 Stück Kaktus für jeden Teller. Ja, genauso wird gekocht im echten Leben. Mit den Händen. Wir nehmen die besten 4 Stücke hier raus, die am besten auch geschnitten wirken. Na, nach vorne drehen, hier runter, ablegen und hier auch noch, genau, drehen, ablegen. Schick. Das wird unser Missionsteller. Drehen, ablegen. Wir hoffen, dass der Kram reicht. Wir hoffen, dass der Kram hier reicht. Für die Bewertung. Wir hatten geviertelte Zwiebeln. Das bedeutet 4 Kanten Zwiebeln. Schön separat runter. Ablegen. So in die Mitte, ne? Runter. Ablegen. Ist auch sehr verdächtig, dass wir das noch anfassen können. Wir hatten schon Zwiebeln gekocht gehabt. Die konnte man dann nicht mehr anfassen, aber... Nun ja. Wir haben noch nicht ganz durchgeblickt. Ich habe hier noch nicht ganz durchgeblickt. Das kommt mit der Zeit. Wie immer. Und wir haben ja auch noch Sud. Der Sud muss auch noch rein. 15 Milliliter. Ja, genau. 15 Milliliter Sud. Und jetzt nochmal eine kleine Portion. 5 Milliliter. Und das kommt jetzt hier rein. Kannst du das nicht aufpipettieren? Muss die Soße vielleicht gar nicht dazu. Aber das ist doch das Leckerste überhaupt, Mensch. Der Sud. Und nun, das darf ich auch anfassen. Okay. Ich will mich nicht beschweren. Ne? So, und abgelegt. Na, 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 na. Muss das alles immer so wackeln? Ruhig bleiben. Runter. Ja, ist okay. Jetzt können wir langsam nach vorne. Nicht so schnell drehen. Ich glaube, die Drehbewegungen sind das Schlimmste. Gilt das als zweites Gericht? Ja, es reicht. Ist das nicht schön? Und jetzt stellen wir den Fraß zusammen. Seid ihr noch warm genug? Ja, na klar. Ich mache mal die Tür zu. Und den Rest hier, den können wir ja, glaube ich, so direkt darauf hauen, würde ich sagen. Ein Stückchen runter. Und jetzt drehen. Na? Ja, genau. Rüber, rüber, rüber. Wir machen hier eine Sauerei, ey. Das ist... Das geht echt nicht klar. Das geht auch unter keine Kuhhaut hier. Das kann ich das aufpipettieren hier, was hier liegt? Ja genau, leg die Pipette rein. Nee, das geht nicht, ne? Hier saugen, geht das? Macht er nicht, ne? Nee, geht nicht, schade. Müssen wir wegwischen. Das gilt als Mahlzeit. Nicht in Deutschland, aber es gibt Länder, da gilt das als Mahlzeit. Schön. Nehmen wir für den Verkauf. Floppdiwupp. Ja, wir gucken auch gleich mal in die Bewertung dann rein. Ich bin sehr neugierig, was wir da für eine Bewertung bekommen. Wir müssen hier wieder teilen. Das werde ich, glaube ich, in Zukunft unterlassen. Ne? 2 Mahlzeiten, also ja doch, 2 Portionen pro Mahlzeit und dann ist gut. So. Platzieren. Hier können wir uns noch ein bisschen Mühe geben. Runter damit, drehen, runter, 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 ablegen. Und weiter, drehen, runter,
ablegen. Und dich hier noch drehen. Ja, der Kunde hat ein bisschen mehr bezahlt. Der kriegt die guten Kakteen, aber das reicht nicht. Ne? Da fehlt eine Ecke. Sehe ich doch sofort. Das ist bestimmt nicht die Ecke. Die können wir hier reinlegen. Wo ist die Ecke? So ein kleines Puzzlespiel auch. Das könnte sie sein. Da liegen noch relativ große Stückchen drin. Ist okay, ne? Ist in Ordnung. Wir brauchen nicht päpstlicher als der Papst sein. Ist schon schlimm genug, wenn wir das hier einfach so aufklöppeln. Das ist so gut, ey. Herrlich. Und flop. Und noch eine Zwiebel. Und dann kommt auch schon die Soße. Soße, 15 Milliliter. Idealerweise nicht daneben. 10 und 5, bitte. Und jetzt hier rauf, macht er nicht. Ne? Wieder auf den Kaktus. Und nochmal bitte. Klasse. Mischung. 15 Milliliter. Und ein Stück Fleisch. Und ab damit. Schön, wie lange das hier warm bleibt. Du bist doch noch warm. Ne? Ja, du bist noch warm. Du bist noch warm. Mitnehmen, nach vorne gehen. Bevor es noch kälter wird. Ablegen. Verkauf. Und das letzte hier wieder, ne? Schön einfach in Kippen. Oh, Entschuldigung. Oh Mann. Ja, sehr lecker. Kippen, kippen, kippen. Bisschen schütteln. Ja, sehr gut. Und das Fleischchen obendrauf. Wieder zumachen. Ablegen. Klasse. Ja, ein Eintopf, ne? Beuteltier, nee, Gürteltier, Soljanka, würde ich sagen. Abgeschlossen und schon können wir uns hier dem letzten Drittel, oh Gott, das sieht hier aus, dem letzten Drittel unserer Mission widmen. Ablegen, ein bisschen aufräumen. Ja, ich würde sagen schon, ne? Ein bisschen Ordnung schaffen, bevor wir wieder neues Chaos hier stiften. Ablegen, Schwamm, Schwamm war hier, braucht mehr nicht nass machen. Es ist ein magischer Schwamm, voller Wunder und Hoffnung. Na, wie wischen wir nochmal? Reinigen mit E, genau. Alles schön sauber machen. Aber nichts durch die Gegend hauen, bitte. Jupp, 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 jupp. Nur so ein bisschen. Okay. Arbeitsfläche ist wieder sauber. Gut gegrindet, lieber Lappen. Gut gegrindet. Wir können uns dem nächsten Rezept widmen. Na, was haben wir denn noch? Einfache Fischsuppe. Ja, klar. Klingt einfach. Ich hoffe, wir haben den ganzen Kram. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Wir konzentrieren uns hier auf zwei Portionen, okay? Von vornherein das ganze Rezept einmal durchgucken. Ist quasi nur schneiden und in einen Topf hinzufügen. Gut. Okay. Selleriewurzel. Doppelte Portion in einem Topf sollte doch jetzt viel einfacher sein. Das ist eine Suppe. Außerdem müssen wir hier gar keine Einzelarbeit machen, denn am Ende müssen wir alles mischen. Das ist ja das Allerbeste. Einfach nur dann mit der richtigen Kelle. Ja, es gibt tatsächlich zwei große Schöpfkellen. Mit der richtigen Kelle das Essen verteilen. Also können wir alles in einen großen Topf packen. Das ist gut. So, Pfannen ein bisschen wegstellen. Großer Topf auf den Herd und wir fangen an zu sammeln. Selleriewurzel, vielleicht vorher noch was anpflanzen, damit wir bald wieder neuen Kram bekommen. Rote Zwiebeln würde ich am liebsten anbauen, aber das geht leider nicht. Brokkoli haben wir auch bis zum Abwinken. Den Rest kann ich noch nicht anbauen, höchstwahrscheinlich noch nicht. Ja, Sellerie, ne? Und Lauch. Sellerie und Lauch. Wir haben keinen Sellerie mehr, ne? Oder wir haben keinen Lauch mehr. Oder doch? Da fehlt eine Kiste. Habe ich doch sofort erkannt. Lauch. Grüne Pilze. Lauch da. Na gut, dann machen wir den Rest in Lauch. Wir investieren den Rest in Lauch. Zack. Wasser. Wird auch bald alle sein. Kippen. Hoch, absetzen, kippen. Plonk,
Oh nein, genau jetzt geht mir das Wasser aus. Zumindest in der Flasche. Wie viele Flaschen haben wir noch? Es ist die letzte. Wir müssen Wasser bestellen. Bei der nächsten Lieferung definitiv. Das kostet alles Kohle. Blank. Hat ein bisschen länger gedauert, ne? War ein Schlückchen durstiger. Und blank absetzen. Und frisch eingießen hier. Fertig. Und nochmal bitte. Zack. Und hier auch. Saubere Sache. Ablegen, zubuddeln. Und weitermachen. So, Selleriewurzel. Wir wollen 2 Portionen. Nur 2 Portionen gleichzeitig herstellen. Das bedeutet, wir brauchen 400 Gramm Sellerie. Also einmal ganz groß Sellerie. Aber warum müssen wir das? Warum müssen wir das denn bitte halbieren, wenn es am Ende sowieso gemixt wird? Also ja, wir werden es machen, aber das wird doch bestimmt wieder, falls wir uns da jetzt verschneiden, sich negativ auf die Technikbewertung auswirken. Vermute ich jetzt mal. Wir brauchen 100 Gramm Karotte, also 200 Gramm. 4 Karottchens. Radioaktiver Karpfen, 200 Gramm. Na, wo ist er? 450. Oh, das lässt sich schwer trennen, glaube ich. Ist das so schlimm, wenn wir da ein bisschen mehr Karpfen reinmachen? Ja, höchstwahrscheinlich, ne? Ich glaube, das ist ja somit das grundlegende Prinzip hier bei diesem Spiel, dass man sich an die Anleitungen hält. Ich habe da so meine Schwierigkeiten mit. Und das wäre dann alles. Alles andere haben wir drüben. Knoblauch bräuchten wir noch. Aber den müssen wir nicht schneiden, den Knoblauch, ne? Jalapenos? Ich würde da noch Jalapenos reinhauen. Schöne, scharfe Fischsuppe. Jalapenos machen alles besser. Knoblauch, 10 Gramm, also 20 für 2 Portionen. Und das ist wirklich alles gewesen. Jetzt gehen wir rüber und fangen an zu schneiden. Vielleicht wieder auf 2 Brettern gleichzeitig. Vielleicht ist das ja die Lösung. Wir packen in die Mitte die Schale. Versuch Nummer 2. Sellerie. Na gut, da können wir jetzt gerade nicht von unseren 2 Brettern profitieren. Nein, du sollst schneiden, nicht weglegen. Schneidemodus. Müssen wir jetzt fütteln, ne? Ganz einfach festhalten. Klicke die Klick-Klick, Messerchen drehen. Und schneiden. Geht doch, ne? Gleich in den Topf packen. Wollen wir uns den auch rüberholen? Ja, machen wir. Machen wir. Und dann laufen wir zusammen mit dem Topf wieder zurück. Okay. Brett. Na gut, das können wir auch einzeln rüberlegen. Das ist mir gerade zu tricky. Mit im Brett. Und den großen Sachen hier, den großen Zutaten. Und das Stückchen soll genau da in die Lücke. Na komm schon, jetzt zieh dich nicht so. Du Sellerie, du Karottchen. Hinlegen. Sauber, ne? Leider können wir nicht alle gleichzeitig festhalten. Ist aber auch nur mehr als realistisch. Mal gucken, wie wir uns anstellen. Ich bin auch sehr gespannt. Drehen. Drehen. Runter. Ja, macht einen guten Eindruck gerade. Drehen, drehen, drehen. Und hier daneben, bitte. Ungefähr auf gleicher Höhe. Flop! Nein, noch ein bisschen mitdrehen. Jetzt die Karotte drehen. Noch ein Stückchen. Ausgezeichnet. Und nun ablegen. Und Waber nach unten. Messerchen. Gibt bestimmt irgendwann bessere Messer. Kann ich mir gut vorstellen. Ich möchte die in der Mitte festhalten, in der Hoffnung, dass die ruhigen Hände sich auf einen gewissen Bereich auswirken. Ich hatte vorhin den Eindruck gehabt bei den Zwiebeln. Aber nur bei denen, die in der Nähe des Auslösepunktes der ruhigen Hände sich befunden haben. Aber es könnte auch totaler Quatsch sein. Na, das sieht auch schon mal gar nicht so verkehrt aus. 24 Gramm, 28 Gramm. Alles in Ordnung. Und jetzt kippen wir das da rein. Vorsicht. Na, nein, hör auf. Bitte hör auf. Es sollte alles rein. Naja, das ist in Ordnung.
3 Minus, sage ich jetzt mal. Das reicht mir. Ablegen. Ablegen. Vor allem alles ungeschehen. Auch die Kartoffeln. Haben wir gemacht. Und nun, der radioaktive Karpfen. 400 Gramm. 50 Gramm müssen wir abschneiden und dann den Rest halbieren. Was sind hier 50 Gramm? Die Hälfte wären 100. Die Hälfte wären 225. Nochmal die Hälfte wären 100. Ich weiß, die Schwanzflosse sind das 50 ungefähr. Kann das sein? Wie viel ist das? 31 Gramm, nicht verkehrt, ne? Dann das Stück bitte nochmal schneiden. Noch ein Stückchen weg hier. Aber nicht so viel. Ist okay, ne? Können wir nehmen. Den Schwanz, also die Schwanzflosse mag sowieso keiner. Schmeiß ich in Müll. Nicht alles, bitte nicht nochmal. Flop. Und das nehmen wir jetzt. Ja, ist okay. Ist okay. Hier wieder fütteln. Das kriegen wir hin. Festhalten. Schnitt. Und eine dicke Drehung. Und nochmal. Schnitt. Schön. In den Topf. Ich hoffe, das wird nicht zu voll. Vielleicht gibt es noch größere Töpfe hier im Spiel. Wir werden das rausfinden. Am Ende wird sowieso alles. Ah, nicht, dass das nicht wieder durchheizt oder so. Das wäre nicht so gut. Vielleicht hätten wir doch 2 Töpfe nehmen sollen. Noch haben wir die Chance. Jetzt wurde gerade gespeichert. Und die Karawane ist da. Wir brauchen Wasser. Wir haben Kram verkauft. Bin sehr stolz auf uns. Brokkoli, ja, brauchen wir aber nicht so viel. Wir können ruhig 30 Brokkoli verkaufen. Wovon haben wir noch überdimensional viel? Nichts weiter, ne? Ist okay. Flüssigkeiten. Wasser. Ganz klar, wir brauchen Wasser. Und nicht wenig für unseren Garten. 7 Stück. Meine Glückszahl. Senf ist im Angebot. Da sag ich nicht nein. Gewürze und so. Läuft noch gut. Verschiedenes. Noch eine Pfanne. Noch eine Pfanne. Ja. Eine Pfanne noch, ne? Die gönnen wir uns. Ka-ching. Weiter. Dankeschön. Ka-ching. Ist der Kram gleich da? Na klar, ne? Jo. Paket hier abstellen. Ist ja nur eine Pfanne. Und die weitere Pfanne legen wir jetzt erstmal hier hin. Ja, perfekt. Das finde ich gut. So, wir waren beim Fisch stehen geblieben. Wir brauchen 750 Milliliter Bouillon. Kriegen wir mit der Packung leider nicht mehr hin. Nehmen wir uns gleich eine neue und stellen die andere einfach dann davor. Bouillon, 1000 Milliliter. Das Brühe, ne? Oder? Ist das was Separates? Oh, vorsichtig. 750 Milliliter. Bitte nicht überlaufen, bitte nicht überlaufen, bitte nicht überlaufen. Ist verdammt voll, das Ganze. Auch später beim Mixen, das wird ein Spaß. Ja, das hört sich gut an. So hört sich Essen an. Und stopp! Ist okay. Gehen wir mit. Stellen wir hier. Nein! Bitte nicht! Bitte nicht alles einsauen. Gut gemacht. Bouillon, jetzt Barbecue-Soße. Das ist die hier, ne? Oh Gott, stimmt, ihr habt so recht. Wir brauchen ja eine doppelte Portion Bouillon. Wir kippen das jetzt zusammen, ne? Das sind 300, das sind 240, 540 und dann nochmal 210. 210 aus einer frischen Bouillon-Putte. 210, das nehme ich als erstes und den Rest dann verkippen. Anders kann ich mir das jetzt nicht merken. 210. Bitte nicht überfüllen. Okay, stopp. Hier abstellen. Alles andere wäre jetzt zu viel. Das Ding komplett da reinhauen. Na, was ist denn das für ein Winkel hier bitte?
damit wir das Überlaufen nicht sehen. Oh Gott! Oh Gott! Alles. Sieht aber noch. Sieht noch befüllbar aus. Und dich auch noch hinterher. Experimente. Hier im Cooking Simulator Shelter Edition. Dafür ist das Spiel doch da, Mensch. Das sind Simulatoren. Simulation des echten Lebens. Barbecue-Soße, 40 Milliliter. Hier. 40 Milliliter. Na, wo ist denn hier mein Punkt, bitte? Und stopp. Na komm schon, noch zwei. Jupp. Gilt. Können wir durchgehen lassen. Zwiebeln mussten wir... 120 Gramm Zwiebel, aber nicht schneiden. Das stand nicht beim Schneiden mit drin, ne? Habe ich vergessen. Mein Fehler. Zwiebeln, 120 Gramm, also 240. Zwei Zwiebeln. Ich habe natürlich hier meine Schale vergessen. Gut, dann können wir erstmal den Knoblauch ungeschnitten hier reinploppen. Genau. Ja. Reinlegen. Sellerie ist drin, Karotte ist drin, der Karpfen ist drin. Jetzt noch zwei Zwiebeln. Und der Spaß kann losgehen. Zwei Zwiebeln, ungeschnitten, ungehäutet, einfach mit rein. Eine Kochzwiebel wird sowieso zermühlt am Ende des Tages. Und theoretisch könnten wir jetzt loslegen. Na, 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 na. Ich kann nicht sanfter laufen. Das ist leider doof, ne? Eine Minute. Und dann mixen. Und dann muss ich gucken, wie viele Portionen wir hier rauskriegen. Die Teller baue ich dann mal hier auf. Ich weiß nicht, wie viele. Also die Schüsseln. Die Suppenteller. Aber es werden bestimmt... Wie viel ist da jetzt drin? 1,5 Liter. Jetzt schon. 300 pro Portion. Also kann ich ganz locker schon mal ganz safe drei Teller aufstellen. Mit der Tendenz zu 5. Wir sind mutig, wir legen schon mal 4 Teller hin. Flop. Na, was sagen die Kochzustände? Kohle, 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 Mann. Ja. Können wir sonst noch irgendwas in der Zeit machen? Nee, ne? Ja, wir müssen halt das Parallelkochen von verschiedenen Mahlzeiten müssen wir noch so richtig schön verinnerlichen. Ist aber noch nicht so richtig durch, ne? Aber ansonsten, wenn wir jetzt so lange warten, kriegt die Suppe immense Überhitze. Oh, 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 oh. Die haben sich schon was dabei gedacht, ne? Bei den Zeiten. Jetzt mixen wir erstmal und dann gucken wir weiter. Vielleicht können wir die Suppe dann allgemein nochmal so ein bisschen durchköcheln. Ja, genau. Nach unten bewegen. Cool. Ist alles durch, ne? Nach oben bewegen. Jetzt zurück. Schön durchgemixt. Oh, ein richtig schön großer Batzen Suppe, Mensch. Fischsuppe. Aha, wir haben 2,3 Liter Suppe. Aber die können wir noch mal ein bisschen köcheln lassen, ne? Die ist noch nicht perfekt. Oh Mann. 2,3 Liter. Peng. Ich hätte auch gerne ein Tablett, damit ich mit mehreren Tellern gleichzeitig nach vorne könnte. Wir brauchen den Platz. Weg mit dem Pfannen. Wir müssen alles aufstellen mit... Genau. Vorsichtig. Den mal ganz kurz umstellen. Mit Tellerchen. Oh, warte, ey. Wir sind eine richtige Suppenkantine. Die Hauptquest wäre dann damit beendet. Ich bin mir auch gerade gar nicht so sicher, ob wir zwischenzeitlich andere Spezialmissionen noch annehmen hätten können. Aber erstmal Konzentration auf die Suppe. Zack. Zweimal. Zwei Kelchen. Flop. Kurz ablegen. Nichts um. Oh Gott, das ging fast schief. Die beste Suppe zuerst für die Quest. Nicht so flitzen. Bin ich immer noch im Sprintmodus? Ach, das ist das Problem. Ich sprinte hier die ganze Zeit durch die Gegend mit den Mahlzeiten. Okay. Mahlzeit Nummer 3. Klasse. Und den Rest in den Verkauf.
7 Stück, aber wir könnten auch noch, glaube ich, eine 8. machen, die nicht ganz so voll ist. Mal gucken. Ich hatte mal in einer Aufnahme aus Versehen die falsche Schöpfkelle genommen gehabt, aber in der Aufnahme hatte ich ein Soundproblem gehabt, deswegen konnte ich die wegschmeißen und bin dann einfach den letzten im Let's Play verwirklichten Speicherstand nochmal von vorne angegangen. Aber diesmal passiert uns das nicht hier. Zack, Rest 202 Milliliter. Ja, dann machen wir noch eine kleine Portion draus, oder? Da wird sich schon keiner beschweren. Glaube ich nicht. Postapokalypse. Zum Sonderpreis. Richtig. Gutes Argument. Anhängen. Zack. Und schon kann es losgehen. Erstmal hier die schlechte. Ja, mach's gut, Eieruhr. Tut mir leid. Wir haben nicht ewig Zeit. Gerecht für den Verkauf. Langsam. Ist Suppe. Suppe. Du sollst Suppe sagen. Okay. Wo kann ich mir nochmal die Bewertungen angucken? Gleich, machen wir gleich. So viel Suppe, Mensch. Das sind alles Stellplätze, ne? Schön. Schön, 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 schön. Und hier rüber. Gericht zuordnen. Oder geht das hier? Nee, ne? Ich guck gleich nochmal, wenn wir die letzte Suppe abgelegt haben, wo wir uns die Bewertung angucken können. Ich glaube, das geht nur am Ende des Tages. Plonk. Gut gemacht. Suppe. Mit Erfolg hergestellt. Zack. Der Tag ist vorbei. Die Quest ist beendet, aber die Story geht erst mit dem nächsten Tag weiter. Ein bisschen aufräumen. Ein klein bisschen, ne? Hier hin. Ach, come on. Können wir hier nichts hinstellen? Muss ich das alles manuell machen? Drehen. Ja. Was? Sehr mysteriös. Ich stelle den Topf einfach hier hin. Das kann erstmal so bleiben. Wer weiß, was wir als nächstes benötigen. Wir können den Tag eigentlich beenden, oder? Oder wir ernten vorher noch hier unseren Kram. Weiter, weiter, weiter. Wir nehmen alles mit. Wir stellen auch noch mehr Tomaten her. Falls wir zu viel haben, verticken wir die einfach wieder. Einfach hier querfeld ein. Alles anbauen. Am Ende des Tages bringt es Kohle. So ein bisschen zumindest Wasser. Ist da noch genug drin? Weiß ich nicht. Ping. Und ping. Und ping. Schande, Mensch. Immer diese kleinen Wasserflaschen. Den Deckel behalte ich. Ich habe eine Deckelsammlung. Flop. Und die letzten beiden. Der braucht immer ganz wenig Wasser. Ich weiß auch nicht warum. Zack, zack, zack. Und schon sind wir wieder im Lauf. Jetzt können wir den Tag aber wirklich beenden. Ich will wissen, wie die Quest weitergeht. Ja, wir wollen den Tag beenden. Wir hätten auch auf Ratten schießen können, aber wir haben noch so viel Rattenfleisch. Katscheng, Mann! 700 Kronkorken. Nice. Verkaufte Gerichte, Details. Die ist perfekt gewesen, die Fischsuppe. Verflucht nochmal. Da war ein bisschen zu wenig, ne? Aber die anderen sind alle perfekt. Unser bestes Gericht bisher. Was hat da nicht hingehauen? Schlechte Schneidtechnik. Oh mein Gott. Den Käse haben wir nicht. Was? Von der Grammzahl, ne? Das sah dann aber nicht so aus. Ich bin zufrieden mit dem Tag. Absolut. Hey, du kochst echt gut. Ein Jammer, dass die anderen Gerichte am Gaumen der Kuh verschwendet wurden.
Wie auch immer, dank dir wird der Geburtstag meines Sohnes und der Champion-Kuh bestimmt ein Hit. Hier sind deine Kabel, wie versprochen. Viel Glück bei der Reparatur der Funkstation. Ich habe endlich die Kabel von den McStumps bekommen. Was für eine ungewöhnliche Familie. Ich hoffe, dass ihnen die Champion-Kuh nicht noch mehr Probleme bereitet. Kabel abholen. Ich heiße Lisa und ich bin die Anführerin des Stelda-Lagers. Mehr musst du vorerst nicht wissen. Hallo Lisa. Ich glaube, sie hat eine Hautkrankheit, ne? Ich kenne dich nicht und wir Mutanten sind Fremden gegenüber nicht sehr aufgeschlossen. Oh, sie ist ein Ghoul quasi. Ich habe von Mila Run und den McStumps gehört, dass du kochen kannst und gerne handeln würdest. Na sicher. Wir müssen die Strahlung in unserer Siedlung erhöhen. Wenn sie zu schwach wird, beschweren sich die Einwohner über Kopfschmerzen und Kraftlosigkeit. Ah, bereite ein paar Gerichte mit hohem Strahlungspegel für uns zu. Wenn die Strahlung in unserem Lager hoch genug ist, helfen wir dir bei der Reparatur des Funkgeräts. Ja klar, Spezialmission, die machen wir diesmal zuerst. Maximale Strahlung 17. Nee, wir nehmen Ratte mit Pommes. Ein einfaches Gericht ist schnell zubereitet. Brauchen wir irgendwas Spezielles? Gibt es zufällig neue Gegenstände? Nimm mal bitte hier. Ja, nimm mal bitte hier den Balken. Rattenfleisch. Nein, nein, nein. Das kennen wir alles. Wovon brauchen wir noch mehr? Gürteltierfleisch. Ja, aber wir könnten ja auch den Köder mal verwenden und das Tier selber erschießen oder fangen. Ich bin mir da beim Gürteltier nicht so sicher, aber wir könnten es auch einfach einkaufen. Ne? So ein bisschen Kohle haben wir. Aber ich möchte zumindest auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Oh verdammt, der Knoblauch geht aus. Knoblauch. 5. Katsching. Danke. Karpfen, ja. Lieber auch ein bisschen mehr. Zutaten sind verdammt wichtig als Koch. Ich kann den Balken ja sehr schwer greifen. Das liegt nicht an mir. Rote Zwiebeln, noch mehr definitiv. Die sind oft mit dabei. Aha. Tomaten, ja, die Hälfte mal abverkaufen, würde ich sagen. Dankeschön. Ein schöner Deal. Flüssigkeiten. Bouillon brauchen wir ohne Ende. Und das wäre es auch soweit. Gewürze sehen noch gut aus. Und hier, Anti-Monstero, was ist das? Das wird uns bestimmt später noch beigebracht. Ein paar Setzlinge. Ich würde auch gerne meine Setzlinge nach wie vor hier gerne angezeigt bekommen. Ich nehme mal wieder von allen Setzlingen 3 Stück mit. Na? Gürteltierköder, weiß ich gerade nicht. Der wird hier angezeigt. Aber auch nur vielleicht beim Einkauf, wie die Setzlinge. Beim nächsten Einkauf sind die Sachen wieder verschwunden. Setzlinge. Ohne Ende. Mann, sind die teuer. Pipette, Plastikschüssel. Ist im Angebot, aber wir brauchen eigentlich wirklich nur eine. Schöpfkeln, haben wir alles da. Was sollte ich mit 2 Schöpfkeln? Vielleicht, wenn man Koop spielt oder sowas. Damit man für seine Mitspieler auch genug Werkzeug am Start hat. Pilze, ja gut, die werde ich jetzt auch erstmal nicht anbauen. Ist in Ordnung. Speedy C60, damit wir schneller laufen können oder so. Bestimmt. Aber da sehe ich auch noch keine Notwendigkeit. Wir sind fertig, ich danke dir. Vielen Dank für den Einkauf. Wir widmen uns als erstes. Was war das nochmal? Quest. Ratte mit Pommes. Ratte mit Pommes. Das war das mit den Kronen, Ratte mit Pommes, genau, mit den Kronen Kartoffelscheiben. Wir halten uns direkt an die Liste. So, nimm Rattenfleisch, 250 Gramm mit unserer Schale. Wir gehen rüber. Ratte, Ratte, Ratte. Rattenfleisch, 250 Gramm. Wirklich diesmal nur einmal. Oder? Naja, wir könnten ja auch dann wieder eine weitere Portion gut verkaufen. Oder wird sich das hier als schwer herausstellen? Wir haben 2 Töpfe. Ja, wir haben eine große Bratfläche. Das geht in Ordnung. Das kriegen wir hin. 2 Mahlzeiten, mehr nicht. So, Barbecue-Soße ist drüben. Ich hoffe noch genug. Und Bratkartoffeln.
ebenfalls die doppelte Menge. Zweimal. Kaktusöl ist drüben und so weiter und so fort. Okay. Eins nach dem anderen. Erstmal schnippel die Schnippel. Das Rattenfleisch bleibt so wie es ist. Das müssen wir nur mit Barbecue-Soße beträufeln. Das mache ich am liebsten mit der Pipette. Oh, noch einmal 10 Milliliter. Zack. Und dann können wir uns schon eine neue Flasche gönnen. Flupp. Ablegen. Wegschmeißen. Barbecue-Soße holen. Hey, lass mich durch, du Grill. Barbecue-Sauce, einmal bitte. Abstellen. Hierhin. Ja. Wieder in die Mitte stellen. Die optimale Position wählen. 10 Milliliter. Auf das Rattenfleisch. Und die Pipette wieder ablegen. Braten. Das war hier, ne? Hier braten wir. Aber noch nicht sofort. Aber wir können ja schon mal das Fleisch platzieren. Flop. Und flop. Vor allem mehr Gewürze, nicht einfach nur ein bisschen Barbecue-Soße. Okay, jetzt kommt der schwierige Part. Zweimal Bratkartoffeln. Vierteln. Ungefähr so 38 Gramm. Ja, das kann doch nichts werden. Schneid doch mal 38 Gramm Kartoffel, ey. Drehen. Ist gut. Es ist solide, ne? Blopp. Drehen. Ja, lieber in die andere Richtung drehen. Nicht, dass wir die Schüssel umhauen. Flop. Schön. Und das kommt in einen Topf. In keine Pfanne. Die Pfannen können also weg. In irgendeinen Topf. Ich nehme den großen. Hingestellt. Rüber damit. Den anderen großen Topf bitte mitnehmen. Rein damit. Ja, na los. Gib alles. Gut gemacht. Nochmal. Das gleiche in grün. Na, oh. Sehr gut. Sehr gut. Netter Verpeiler, Leo. Netter Verpeiler. Ja, ist doch in Ordnung. Ich lache ja selber. Und dann muss da rein. Pro Topf. 200 Milliliter Kaktusöl. Das war das hier. Also 200 Milliliter hier rein. Oh, das geht doch bestimmt daneben. Ich habe doch bestimmt ordentlich daneben gekippt. Vorsichtig. Und hoch. Ja, lassen wir gelten, okay? Und jetzt sind noch 100 Milliliter hier drin, ne? Ja, in der Tat. Wir brauchen eine neue Kaktusölflasche. Hier rein damit. 100 Milliliter. Ausgezeichnete Arbeit. Und hoch. Abstellen. An die gewohnte Stelle. Mhm. Und das muss dann 35 Sekunden lang braten. Und das Fleisch muss aber als erstes angeschmissen werden. 100 Sekunden. Okay. Also wir stellen uns einen Wecker auf. 100 Sekunden, nachdem wir das Fleisch angeschmissen haben. Und dann, wenn das Ding auf 30 oder 35 Sekunden steht, dann schmeißen wir auch die Bratkartoffeln an. Und das muss dann auf einen Teller gegeben werden. Aber ohne die Soße. Da steht nichts von der Soße. Okay, das merken wir uns. Mann. Das wird immer komplexer hier. So, 100 Sekunden bitte. Eine Minute und 40. Danke, abstellen. Tellerchen schon mal hinstellen. Ping. Teller Nummer 1. Teller Nummer 2. Perfekt musikalisch untermalt. Ansonsten haut alles hin, ne? Ja, haut alles hin. Das gilt jetzt aber nicht. Oder ist das zufällig? Können wir das auch als Hauptquest-Mahlzeit nehmen? Nee, ne, das wird zu wenig Radioaktivität haben. Wie viel brauchen wir mindestens? Quests? 13 oder höher. 13 oder höher. Rezepte? Nee, das haut nicht hin.
Da kriegen wir nur 12 Radiation. Wir müssen irgendwas ab hier zubereiten. Braten am Spieß oder richtig komplex Bratkartoffeln mit Pilzen. Das machen wir. 17. Sie will was Radioaktives haben, sie kriegt was Radioaktives. Ich glaube, das wird so heiß, dass wir es anfassen können. Oh, jetzt! Die Bratkartoffeln anschmeißen. Gott sei Dank, Mann. Okay ist Timing. Okay ist Timing. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das wäre doch gelacht. Braucht ihr eigentlich separat Gas? Oder warum gibt es hier diese Gasbottle? Das kann ich mir einfach nicht erklären. So, jetzt wird's interessant. Die Kartoffeln. Sind gleich durch. Das Fleisch ist schon durch. Das können wir ausmachen. Ping, ping, ping. Ja, haut hin. So, können wir es noch anfassen? Warum auch immer. Manchmal geht das, manchmal geht es nicht. Und trotzdem bekommen wir eine Top-Bewertung. Ich will mich nicht beschweren. Vielleicht kriegen wir das nur am Anfang, ne? Mit einer Top-Bewertung gerade so untergebracht. So, können wir die auch noch anfassen? Ja, na klar. Rein damit. 4 Stückchen Kartoffel. Stell mal hier hin. Abgelegt. Du kommst auch hier rüber. Flup, 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 flup. Fragwürdige Handhabung. Nein! Abstellen wieder. Da, das Stückchen Durchatmen. Immer schön entspannt bleiben. 12 hat leider nicht genug Radiation. Haben wir alles? Ich glaube schon. So, Spezialauftrag. Bitteschön. Ping. Ach so, guck mal. Strahlung am Ende des Tages. Oh, da kriegen wir eine Strafe. Wir müssen hinne machen. Oder können wir hier mehrere Mahlzeiten zuweisen? Oh, das probieren wir mal aus. Eins nach dem anderen. Schnell. Vielleicht können wir das doch noch so ein bisschen geltend machen bezüglich unserer Hauptquest. Vielleicht können wir die 13 Radiation... Hat funktioniert, ne? Ja? Ja! Nee, da steht gewöhnlicher Handel. Ja, hat sie irgendwie nicht angenommen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Na gut, wir werden damit schon zurechtkommen. Wir brauchen etwas Hochstrahlungsaktives, das Höchste vielleicht. Bratkartoffeln mit Pilzen. Ich glaube, hier ist zwar die Zutatenliste relativ kurz, aber die Zubereitung, die wird uns in den Wahnsinn treiben. Aber okay. Flop, da würde es theoretisch auch reichen, wenn wir eine einfache Variante herstellen. Aber wir wollen es ja wieder mal übertreiben. Natürlich wollen wir das Kartoffeln. Wir brauchen eine Kartoffel. Wenn wir doppelt was herstellen wollen, brauchen wir 2 Kartoffeln. Rote Zwiebeln. 2x 120 bitte. Grüne Pilze. 100 Gramm. Knoblauch. 20 Gramm. Und der Rest, ja. Und der Rest steht vorne. Toi, toi, toi. Wir müssen noch ernten, das dürfen wir nicht vergessen. Alles klar. Kartoffeln. Nur halbieren. Nee, dritteln. Oh, natürlich dritteln. Dritteln, Mann. Mann, 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 Mann. Dritteln. Dann machen wir das von hier so, ne? Ungefähr so hier, ja. Festhalten. Dritteln. Aber ist gut gelaufen, würde ich sagen. Ist in Ordnung. Können wir gelten lassen. Ja, hier sieht es nicht so gut aus. Gebe ich ja zu. Rote Zwiebeln als nächstes. Hier noch auf diesem Schneidbrett. Auch dritteln. Na. Ablegen. Vernünftig. Hier, ja. So ist gut. Und du kommst hier rüber. Genau auf die Ecke. Schneiden. Dritteln. Vorsichtig. Ja, nicht so super scharf. Gilt das als da geschnitten? Eine Sekunde, das muss ich nachprüfen. Nee, hat nicht gegolten. Aber ich hab's doch direkt durchgeschnitten, Mensch.
Was soll ich denn noch machen? Hier leg's ab, wir schneiden nochmal. Wenn du unbedingt willst. Ja. Nicht schön. Nicht sehr schön, aber funktionell. Manchmal muss Essen ja auch nur funktionieren. Nehmen wir. Ist in Ordnung. Grüne Pilze. Halbieren. Hier bitte hinlegen auf die Kante. Runter. Ablegen, ablegen. Und ganz knapp das Messer dann ansetzen. Da lang genau absetzen. Nicht, dass wir den anderen Kram nochmal unnötigerweise schneiden. Ganz knapp hier. Und zwar zum Stiel sollst du das trennen. Das ist okay. Ja, das können wir wirklich, wirklich so nehmen, wie es ist. Vorsichtig. Hier kann man ein bisschen großzügiger sein. Yay! Yay, 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 yay! Knoblauch! Knoblauch! Drehen, drehen. Na, ein bisschen anders drehen. Ja, das ist okay. Ablegen. Zack. Und hier das gleiche nochmal, bitte. Ablegen. Sauber. Flop. Halbieren. Den Knoblauch. Das ist wieder unschön gelaufen. Ja, genau. Du mieser Knoblauch, du. Jetzt darf ich hier alles nochmal machen. Ruhig. Ruhig. Entspannt bleiben. Sauber ansetzen. Habe ich ihn jetzt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendwie spinnt der Knoblauch. Der muss buggy sein. Mhm. Und nun. Zu einer Pfanne hinzufügen. Die Zwiebeln, die Pilze und den Knoblauch. Aber die Kartoffeln müssen gebraten werden. Und danach muss alles nochmal gebraten werden. Okay, wir können jetzt hier schon mal die Töpfe freimachen. Und hier hinlegen, vielleicht ein bisschen weiter auseinander. Die Pfannen hierhin, geht das? Ja, das geht in Ordnung. Zack, 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 zack. Okay. So, Pfanne. Alles bis auf die Kartoffeln. Ja. Oh Gott, oh Gott. Bitte enttäuscht mich jetzt nicht. Ich find's schade, dass ich... Ich find's schade, dass ich hier nichts ablegen kann. Dann legen wir es halt hier ab. Flupp. So, die Kartoffeln kommen hier rein. In die... Nein, Quatsch. Wir brauchen gar keinen Topf. Stell ich gerade fest. Ist okay. Ist okay, wir... Ist in Ordnung. Alles wird gut. Eins nach dem anderen. Aber ist ja auch nicht so wild, ne? Wir müssen jetzt nur die Töpfe wegstellen. So. Kartoffellager Nummer 2. Langsam aufheben. Nicht zu schnell drehen. Kartoffel. Kartoffelraum. Nein, stopp, bitte. Bitte nicht kaputt gehen. Stopp, 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 stopp. Ich bin schon wieder auf dem falschen Weg. Ein Glück haben wir eine dritte Pfanne. Wir machen Folgendes. Und zwar, die Kartoffeln braten wir gemeinschaftlich in einer Bratkartoffelpfanne an. Runter bitte. Bisschen runter geht das? Nein, macht er wieder nicht, ne? Dann muss ich das manuell machen. Ja, mach das manuell. So ist gut. Ja, die letzte Kartoffel. Bitte auch noch. Bitte nicht so glitchy sein. Kriegt er jedes Mal Angst. Und... Sechse. Ist ja irgendwie eine Kartoffel abhanden gekommen? Nee, ne? Das müssen 6 Stück Kartoffel sein. Genau, die braten wir hier an und dann verteilen wir sie auf die anderen Pfannen. Und genau, die restlichen Bretter packen wir dann einfach so jetzt hier rein, ne? In der Hoffnung, ne? Dass wir das auch so halbwegs ohne Probleme hinbekommen. Oh Gott, nein. Nie im Leben, nie im Leben. Vielleicht noch ein bisschen mittiger platzieren. Mit niedriger Fallhöhe.
Und rüber, 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 rüber. Na, na, na. Au, 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 au. Nicht hochklettern, Zwiebel, nicht hochklettern. Ah! Hoch jetzt. Ungünstig. Sehr ungünstig. Ist alles noch drinne? Ich glaube schon. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ein richtiger Thriller. Ein kulinarischer Thriller. In die Mitte. Ja, damit wir das alles fein säuberlich rauskippen können. Da fällt uns bestimmt irgendwann noch was Besseres ein, wie wir das hier ein bisschen solider meistern können. Und runter. Und nee, ein bisschen höher lieber. Ein bisschen höher. Nicht, dass wir wieder irgendwo ankanten. Aber so können wir das präziser kippen, das Ganze. Musst du so wabern? Ey, 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 ey. Du Pilz, du. Das finde ich echt uncool. Und Knoblauch auf Kante ist sowieso das allerletzte. Und du glitschst hier nicht rum. So, hätten wir das fertig. Kaktusöl, 20 Milliliter pro Pfanne. Kaktussaft, Kaktusöl brauche ich. Nicht den Saft. Einkippen. 20. Und flupp. Gut gemacht. Und hier auch bitte 20 rein. Und hoch. Nice. Und jetzt wieder alles schön timen. Wir fangen an mit... Ach nee, wir müssen mit den Kartoffeln anfangen. Dann verteilen wir die und dann schmeißen wir die anderen an. Es geht nicht anders. Die Kartoffeln brauchen halt die Überzeit dann in den anderen Pfannen. Und das muss alles... Alles auf die Teller gegeben werden. Mit dem Sud? Ja. Vielleicht. Wie dem auch sei. Kartoffel. 20 Sekunden. Mehr nicht. Wir schätzen jetzt 20 Sekunden. Nur ein bisschen anbraten. Dann müssen die darüber. So, ja, so ist in Ordnung. Ne? 3 Stück Kartoffel hier rüber. Und 3 Stück Kartoffel hier rüber. Und das Ganze nochmal 30 Sekunden braten. Was ist das für ein Gericht? Bratkartoffeln mit Pilzen, aber ohne Fleisch. Oh. Jawoll, ja. Teller, 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 Teller. Du kommst weg. Kommst hier rüber. Fürs Erste. Teller Nummer 2. Hier so hin. Hier noch ein Stückchen ranholen. Aber ohne Sud, ne? Ohne die Suppe. Soll ich das einfach rauskeschern oder was? Ja, nicht, dass die Kartoffeln schlecht werden. Wir sind fast da, wir sind fast da. Ich warte, bis der Dreierblock oben durch ist. Wir hätten uns den Timer stellen sollen. Okay, 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 okay. Reicht, 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 reicht. Und jetzt alles per Hand drüber oder wie? Die Pilze sehen gut, also der eine Pilz sieht hier gut aus, der ist aber auch warm. Vielleicht die Suppe vorher abschöpfen, wir haben 18 Milliliter Suppe. Da könnte ich alles einfach rüberkippen. Und weg damit, mit dem Sud. Cool. 0 Milliliter Suppe. Ja, tatsächlich. So geht das. Suppe weg. In den Müll. Und jetzt können wir das schön kippen. Rüber. Ja, 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 ja. Ohne Suppe. Oh, oh, come on. Nein, nein. Nein. Oh mein Gott. Alles für uns. Oh ja, natürlich. Natürlich. Beste Mahlzeit aller Zeiten. Dann hätten wir auch alles per Hand rüber schaffen können. Aber okay. Jetzt ist es nun mal so gelaufen, wie es gelaufen ist. Aber es wird sich doch hoffentlich keiner beschweren. Es kriegt ja auch keiner mit. Ja, können wir abgeben. Hier, hoch, radioaktiv verstrahlt. Bitteschön. 17. Okay. Ach nein, guck mal. Guck mal. Also es wird trotzdem kategorisiert als gewöhnlicher Handel, aber es ist schon für die Quest jetzt.
Wir verkaufen das allgemein, aber die Radiation wird unserer Quest zugeschrieben. Das ist eine tolle Sache. Schön, dass wir das mitbekommen haben. So, im offiziellen Auskipp-Modus diesmal bitte. Vielleicht hat sich dann die Pfanne nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Komm, komm, komm. Ja, ich glaube, so müssen wir das. Ja, müssen wir das machen. Mit kleinsten Feinarbeiten hinterher. Yay! Wir haben es geschafft. Aber wir machen weiter. Wir wollen uns natürlich auch die Bonuspunkte holen. Der Tag ist noch lang. Wir werden als nächstes herstellen irgendwas, was wir noch nicht hergestellt haben. Und zwar was Hochradioaktives hier. Karpf mit Kartoffeln und Pilzen. Oh Gott. Das klingt schon so kompliziert. Anpinnen. Los! Keine Müdigkeit vorschützen. Es fängt immer mit der Schale an. Die Schale ist alles. So, wir brauchen 240 Gramm Zwiebeln, Knoblauch 20 Gramm, Kaktusöl steht drüben, Karpfen 225 Gramm pro Mahlzeit. Sehr schön, ein ganzer Karpfen bitte. Zwiebel, zwei Stück. Und, oh Schande, nein! Nein, stopp! Oh! Ich kann den Kram nicht zurückpacken, oder? Das ist so traurig. Es tut mir leid. Ich habe die falschen Zwiebeln genommen, aber wir haben die richtigen jetzt auch drin. Ebenfalls 120 Gramm pro Zwiebel, Knoblauch, ist alles da. So schwer ist das alles gar nicht. Die Zubereitung wird wahrscheinlich wieder hektisch. Wir legen die Zwiebeln weg, okay? Die werden nicht verschwendet. Die behalten wir im Hinterkopf. Die roten Zwiebeln hier bitte in die Ecke. Damit wir sie immer sehen werden. Schneiden, Pfanne, braten. Und ach, guck mal, hier kommt noch mehr dazu. Gekochte Kartoffeln. Kochen in einem Topf. Einmal Pfanne, einmal Topf. Pro Mahlzeit. Aber ich nehme gerne für die gekochten Kartoffeln zwei Töpfe, damit wir da nicht so rumackern müssen. Und hierfür auch gerne zwei Pfannen. Das können wir ja machen. Wir haben ja genug von allem da. Aber hier kommen noch gebratene Champignons dazu. Ah, Backblech, das passt ja. Wir brauchen noch Kartoffeln und rote Pilze und Wasser. Kartoffeln 300 Gramm pro, ja, pro Mahlzeit, also 600. Vier Kartoffeln, ey. 310 verdient, sehr schön. Wie sieht's denn bitte aus? Orate mit Pommes, ne? Perfekt, wunderbar, das freut uns. Zweimal. Naja, hier nicht ganz perfekt, aber trotzdem 5 Sterne. Schlechte Schneidtechnik. Und hier? Oh, hier gibt es eine ganze Menge zu bemängeln. Zu viel Kaktusöl. Grüne Pilze zu viel. Zu viel Knoblauch. Schlechte Schneidtechnik. Hitzefehler. Schlechte Schneidtechnik. Zu kalt. Okay. Machen wir irgendwann nochmal. Dann auf jeden Fall besser. Du hast dich ganz gut geschlagen. Das hätte ich von irgendeinem dahergelaufenen Koch nicht erwartet. Tee. Ich drücke einfach Tee. Wie dem auch sei, du hast uns einen Gefallen getan und wir stehen zu unserem Wort. Nimm diese Rezepte als Belohnung. Sie werden dir bei den nächsten Aufgaben nützlich sein. Zack. Perk. Thermalsicht. Rezept Strahlungsburger. Endlich die Burger. Gürteltier. Stroganoff. Ratteneintopf, Monster-Ratatouille und Gemüsesalat. Nice. Ich will ganz ehrlich mit dir sein. Ich weiß, dass du zu deiner Familie zurück wirst und dafür brauchst du Ersatzteile, um das Funkgerät in der alten Sendestation zu reparieren. Zufälligerweise weiß ich, wie du an ein funktionierendes Netzteil kommen könntest. Aber natürlich gibt es nichts umsonst. Mein Bruder Tim hat seit seiner Mutation eine einzigartige Fähigkeit. Er isst nur eine Mahlzeit im Jahr und kann dann für die nächsten 365 Tage nichts mehr zu sich nehmen. Vor kurzem erwähnte er, dass er wieder hungrig sei. Ich möchte, dass er sein Essen diesmal so richtig genießt. Bereite ihm ein besonderes Gericht zu, einen Strahlungsburger. Ja, das machen wir. Du solltest dein Bestes geben. Die Qualität dieses Gerichts muss tipptopp sein.
Vier Sterne, okay. Vier Sterne kriegen wir ganz locker hin. Fünf Sterne wird problematisch, kommt aber auf die Mahlzeit an. Rate mit Pommes haben wir sehr gut hinbekommen. Würden wir auch wieder sehr gut hinbekommen. Was nehmen wir denn diesmal als Spezial? Irgendwas mit 17 Strahlung. Wir bereiten gerade ein 16 Strahlungsmahl vor. Wir könnten switchen. Wir könnten stattdessen einfach... Nee, ich will jetzt nicht nochmal das gleiche kochen. Will ich nicht. Wir nehmen irgendwas mit Gürteltierfleisch, das machen wir als erstes fertig. Und dann den Burger. Ja, genau. Wir wandeln die Zutaten, die wir jetzt schon gesammelt haben, in irgendwas mit Gürteltierfleisch um. Ja. Hatten wir uns den Fisch schon genommen? Ja. Okay. Chilischote. Chilischote. Das ist neu, ne? Chilischote. Schön. Wovon haben wir wenig? Jalapenos. Packen wir noch zwei dazu. Kartoffel. Oh ja, jede Menge Kartoffeln. Grundzutat. 25 Stück. Na klar, ihr Knoblauch. Es wird immer mehr. Ja, pack mal ein. Ne? Obere Burgerbrötchenhälfte. Ja, neue Sachen. So gut. Monsterei? Was? Ein Monsterei? Okay. Ich will mich nicht beschweren. Na, weiter nach oben. Gürteltierfleisch? Ja. Gut. Wie oft werden wir das noch brauchen? Wir entwickeln uns ja weiter. Was ist mit dem Wasser? Haben wir noch genug? Irgendwas auf 3? Ja, sogar auf 2. Rapsöl. Wir möchten ein bisschen Rapsöl kaufen. Schön, dass sie das auch alles da haben, ne? Trotz der Postapokalypse. Ist super. Und noch Kaktusöl, bitte. Im Angebot, da nehme ich gleich ein paar mehr mit. Essig ist auch neu. Vielleicht für den Burger. Barbecue-Soße. Ja, ist doch gut. Ich stecke ein. Gewürze, hier sind auch neue dazugekommen. Oder nein. Haut noch alles hin, haut noch alles hin. Irgendwelche neuen Gerätschaften, die wir brauchen. Wir haben einen Burgerspieß. Aber ich weiß gerade nicht, wo der ist. Ich nehme noch ein paar mit. Ein paar. Sonst noch irgendwie was. Eine Mikrowelle wäre schön. Mixer, Pipette haben wir. Neue Setzlinge. Immer noch nicht. Und wir sollten auch langsam mal wieder ernten. Den Tag beenden. Ich bitte darum. Schande, jetzt haben wir den Fisch draußen, jetzt müssen wir den auch verarbeiten. Aber vielleicht nicht sofort. Wir sollten uns in erster Linie natürlich um den Spezialauftrag kümmern. Wir legen den Fisch ganz kurz beiseite. Geht nicht anders. Den legen wir einfach hier so hin. Ein bisschen drehen, genau, damit er auch hier in die Ecke reinpasst. Ein Stückchen müssen wir noch gehen. Flop, da schön in die Ecke. Für die zukünftigen Projekte hier. Im Cooking Simulator. Shelter Edition. Ja, sollten wir tun. Wir wechseln das Rezept. Irgendwas, das war irgendwas mit Gürteltierfleisch. Rezepte wechseln bitte. Gürteltierfleisch. Es muss ja nichts Aufwendiges sein. Ich glaube, umso geringer der Radiation Level, umso einfacher das Gericht. Das war Dosenfleisch. Nein, das will ich nicht. Ratte, Pommes mit Kebab, das ist auch Dosenfleisch. Kein Fleisch, kein Fleisch. Gürteltier am Spieß. Das scheint einfach zu sein. Machen wir auch gleich wieder in zweifacher Ausführung. Klar. Ist einfach, ne? Ja, ist ganz einfach. Können wir irgendwas davon verwenden? Ich muss auch die Zwiebeln ablegen. Flupp. Und den Knoblauch ebenfalls in die Ecke legen. Ansonsten müssten wir den Kram wegschmeißen. Und dafür ist er mir einfach zu schade. Das sind Lebensmittel. Andere Leute verhungern hier in der Postapokalypse. So, Gürteltierfleisch. Kühlschrank wieder offen gelassen. 200 Gramm. 200 Gramm. Ich kann auch nicht. Was? 200 Gramm? Da machen wir es gleich noch viel häufiger, oder? Würde ich sagen. Jetzt haben wir 700 Gramm. Da können wir locker 3 Stück herstellen, auch wenn ihr die Schneidetechnik wieder Abzüge bekommt. Aber der letzte wird trotzdem satt werden. Das wissen wir alle. Wir machen einfach
Ja, genau, wir machen das ganz einfach. Wie immer hier im Cooking Simulator. Ablegen. Zack. Und, naja, wir hätten es auch mittig ablegen können. Sollten wir wirklich tun. Ablegen. Schneiden. 200. Ja, wir müssen es. Wir müssen zwei Drittel hier abschneiden. Ungefähr hier so, ne? Pi mal Daumen. Ja, ist okay, ist okay. Und daraus müssen wir dann irgendwie noch einen dritten Spieß herstellen. Ja, okay. Wieder Drittel bitte. Oder zwei Dritteln. Ihr wisst schon. Na, besser? Na, okay, okay. Es gibt wieder ein bisschen mehr. Trotzdem wird auch, ja, der dritte Spieß hat trotzdem schön 200 Gramm. Okay. Schon mal hier rüberlegen. Dreifache Ausführung. Wie wir das mit den Gewürzen machen, weiß ich gerade auch nicht. Vielleicht immer so Hälfte, Hälfte. 5 Gramm da und 5 Gramm dann da. So machen wir es. Gute Idee. Wir brauchen gemahlenen Kaffee. Symbole angucken. Kaffee, das ist das hier, ne? Gemahlener Kaffee. 10 Gramm. Dankeschön. Fleisch Nummer 2. Und jetzt sind wieder 5,5. Ich bin sehr gespannt auf diese Bewertung. Cool. Abstellen. Gemahlener Kaktus ist hier. 10. Kaktus. Na, geht doch. Und wieder 5,5. Und 5. Aha. Soweit, so gut. Ablegen, ablegen. Na, jetzt so. Chiliflocken. Da sind sie. Oh, ich sehe es jetzt erst. Ach, guck mal, wir müssen sowieso vierteln. Und das zeigt er mir erst nach dem Würzen an. Wobei, naja gut, das große Stück ist einfacher zu würzen. Aber dann geht unser Plan vielleicht, naja, so halb auf. Denn wir müssen halt einen Teil, naja, wir gucken. Wir müssen halt, nee, eigentlich ist alles cool. Wir müssen hier nochmal einmal quer durchschneiden. Oder längs. Waagerecht. Ja. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und hier ebenso, bitte. Alles wird gut. Natürlich. So. Und jetzt nochmal schnibbel die Schnippschnipp. In 4 gleiche Teile. Schneidtechnik. 3 minus. Und jetzt hier nochmal, bitte. Einmal. So. Ist gut. Ist gut geworden. Gefällt mir. Optisch hochwertig geschnitten. So rum. Und gefördert, Mensch. Und die müssen wir jetzt nur ordentlich nebeneinander legen. Dann wird alles gut. Messer weglegen. Und ein bisschen andrehen. Das könnte schwierig werden, aber naja. Das ist sowieso, das ist B-Ware, okay? Aber wer weiß, vielleicht wird es die beste Mahlzeit aller Zeiten. Dieses Spiel hat uns bisher immer und immer wieder überrascht. Vielleicht ist das wieder so ein Überraschungsmoment. Na komm schon, was soll denn das? Ich will dich doch einfach nur daneben legen. Du kannst mir das doch nicht immer und immer wieder antun. Das darf nur der Cooking Simulator. Dann eben so rum. Soll mir recht sein. Ja, ein bisschen, genau, ein bisschen anwinkeln. Na, noch ein Stück hoch wieder, bitte. Tut mir leid, tut mir leid. Ist alles nicht so ein... Okay. Nice. Schnippel die Schnippschnipp. Hier nochmal mittig. Ohne irgendwas festzuhalten, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Und nun die Spieße raufhauen, ne? Eine Sekunde, da kommt noch mehr. Oh Gott, da kommt noch mehr. Füge dem Spieß Gürtelfleischtieren zu.
Okay, schneide Trockenfleisch 100 Gramm in Hälften. Wir brauchen noch Trockenfleisch. Das hat mir gar keiner gesagt. Wir haben schon wieder das Rezept nicht zu Ende gelesen. Aha, Trockenfleisch, Trockenfleisch, Trockenfleisch. Wie viel? 100 Gramm pro Portion. Also ein Glas reicht aus. Und wir müssen 100 Gramm Trockenfleisch halbieren. Aber wie? Wie kann ich denn das bitte halbieren? Nehmen, rennen, nein, aufmachen. Wie mache ich denn bitte so ein Glas auf? Kann ich jetzt hier einfach losschneiden? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber das Trockenfleisch kommt extra. Das Gürteltierfleisch muss gegrillt werden und erst danach müssen wir das, oder währenddessen müssen wir das Trockenfleisch dann schneiden und auf den Teller legen. Aber ohne es zu grillen. Das ist ja verrückt, ist das, ne? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, erweiterte Steuerung. Glas öffnen mit. Ey, wie gut. Okay, dann können wir jetzt den Spieß ohne Bedenken vorbereiten. 1, 2, 3, 4. Das scheint auch recht einfach zu sein, wenn man erstmal den Dreh raus hat. 1, 2, 3. Ach, wir haben ja 3 Portionen. Stimmt, wir brauchen noch ein Glas. Ja, genau. Das stimmt ja total. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen noch ein Glas Trockenfleisch. Das wird das Komplizierteste. Okay. So, wir nehmen raus. Na, nehmen. Habe ich doch gedrückt, Mensch. Soll ich das auskippen? Soll ich das hier irgendwo auskippen? Möchtest du das von mir, Spiel? Hier rein, so? Ich wusste nicht, dass das so separat geht, auf Gramm und so. Aber okay, ja. Wie? Ja, das, die kleine Fleischscheibe, die schmeißt die Plastikschale um oder was? Genau. Ja, meine Damen und Herren, der Cooking Simulator. Wie viel Gramm sind das? 50. 100 und dann 100 halbieren. In 25 Gramm Hälften. Perfekt. Übereinander legen. Das sind 100 Gramm Trockenfleisch. Mhm. Flupp. Oder fehlt eine Regel? Kann das sein? Wo ist der letzte Trockenfleischriegel? Wo ist der hin? 2 hier, 2 da. Das sind doch nur 200 Gramm Trockenfleisch dann. Da, da ist er. Da hat er sich versteckt, der Lump, der Elender. Bitte hier hinlegen. Das Glas öffnen. Glas öffnen. E. Ein Scheibchen bitte hier rauskippen. Nur eins. Wobei. Ja doch, eins. Nur eins. Ja. Es geht nicht. Verdammt nochmal. Ich würde am liebsten das Glas gegen die Wand scheppern. Aber so, sowas von. So, Trockenfleisch. Hier ablegen. Nee, ich nehme da auch das Schneidbrett für. Da legt sich der Kram so schön übereinander. Zumindest beim Trockenfleisch. Schneidmodus. Messer anwinkeln. In 25 Gramm Stückchen halbieren. Raketenwissenschaft. Total. Schneiden. Andrehen. Ja. Flop. Sauber. Finde ich gut. Nee, das liegt mir nicht gerade genug. Das ist nicht meins. Wir können den Grill, glaube ich, anschmeißen. 3 Minuten, Mensch. Derzeit kann man eine ganze Menge schaffen. 3 Minuten bitte. Uno, dos, tres, ablegen. Teller vorbereitet. Wir brauchen 3 Teller. Ganz normale Teller. Ganz normal. Wie hier alles ganz normal ist in diesem Spiel. Aber ich mag es wirklich. Ich mag das Szenario und ich mag auch das generelle Gameplay. Ich glaube, ich könnte auch was mit den anderen Cooking Simulator Szenarios anfangen. So, ablegen bitte. Hier reinkippen, fein säuberlich. Ja, na los.
Schön alles im offiziellen Kippmodus. Du kommst hier rüber. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht hier in meiner Eile mal wieder, aber hey, nobody is perfect. Das fühlt gut, hat mir auch sehr gut gefallen, rein optisch. Ablegen. Ablegen. Messerchen. Schneidmodus. Und hier bitte. Hier. Offizieller Kippmodus. Wir haben es fast geschafft. Wir sind auf jeden Fall schon über die 50% hinübergekommen. Und das ist nur der Spezialauftrag. Klasse. Was machen wir jetzt damit? Das muss auch wieder hier hingelegt werden. Weil wir es nicht wegschaffen können. Ich weiß nicht, vielleicht hätte man es auch zurück ins Glas packen können, aber ich bin mir da nicht so sicher. Lernen wir vielleicht alles noch später. Und das ist halt unsere Reste-Ecke. Da gucken wir hin und wieder mal rein. Vielleicht können wir dann irgendwas noch später verwerten. Und jetzt warten wir nur noch aufs Fleisch. Ja, schön. Geht eigentlich ganz gut hier mit den zwei Brettern neben der Schüssel. Macht Sinn. Für mich zumindest. Ernten, genau. Wie? Ich bin voll. Oh, es ist. Sie sind zu Monstern geworden. Was mache ich denn jetzt damit? Wie kann ich die denn ein. Hey! Ich dachte, das wäre ein Gag im Text. Die sind tatsächlich zu Monstern geworden. Wir haben zu lange gewartet. Wie kriege ich die jetzt da wieder weg? Gibt es da irgendwie Gift oder sowas? Kann ich da mit dem Messer ran? Einfach abschneiden oder so? Müssen wir rauskriegen. Vielleicht gehen die auch einfach ein mit der Zeit. Pflanzengift. Worauf reagieren Pflanzen allergisch? Ich hätte Abwehrmittel noch. Es wird wahrscheinlich irgendein Gift oder so sein. Na los! Klingelingeling. Ist alles durch. Sieht gut aus. Spieße auf den Teller. Plopp. Plopp. Also ich würde es essen. Nein. Warte mal, stopp. Nee, das ist jetzt aus Versehen passiert. Das ist nicht... Das wollte ich nicht. Eine Sekunde, kriege ich das Trockenfleisch hier wieder ab? Zerlegen oder so? Nein, das geht nicht. Okay, wieder was dazu gelernt. Beim Ablegen von Spießen müssen wir besonders vorsichtig sein. Langsam gehen, bitte. Bitte langsam gehen. Spezialauftrag. Zack, abgeschlossen. Und die anderen Tellerchen bitte auch noch. Gut. Gewöhnlicher Verkauf. Warte mal. Das kann ich dem alles zuweisen. Alles? Nee, ich dachte gerade. Weiß ich nicht. Vielleicht kann man auch die Mahlzeiten dann überlagern. Also wenn man jetzt nochmal eine Mahlzeit einem Spezialauftrag in diesem Beispiel hinzufügt, vielleicht schiebt man dann quasi die Mahlzeit, die man eventuell vorher schon dem Spezialauftrag hinzugefügt hat, wieder raus oder so. Das kann ich jetzt auch nicht mit Genauigkeit sagen. Simulatorspiele halt, ne? Verkaufen. Cool. Nice. Und jetzt gehen wir hier Richtung Königsklasse. Es ist der Burger, der auf uns wartet. Wo ist er? Weiter oben. Oh, 21 Rad. Oh Gott, das wird eine richtige Herausforderung. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Und die gehen wir an, aber nicht mehr in dieser Folge, meine werten Ödländer. Denn das wäre es soweit für heute mit dem Cooking Simulator in der Shelter Edition. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, das gilt auch für euch. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, bis dann. Tschüss.